Eine Stunde vom Standesamt kam ein Kind. Mädchen oder Junge? Mädchen. Na, endlich habe ich eine richtige Tochter. 6 Pfund 400 Gramm. Komm, Uschi, pack mal drauf hier. Ja? Noch ein bisschen, reicht noch nicht. So, das ist meine Tochter Ottilie. So viel wie ich die. Mit Pelle oder ohne? Du Quatschkopf. Die hat eine so süße Pelle, so was hast du noch nicht gesehen. Und Magda? Alles in Ordnung. Sie heißen also Magda Färber. Geborene Uchfärber. Ihre Eltern? Nur meine Mutter. Name? Margarete Färber. Geborene? Ja, auch Färber. Und das Kind, gestern am 12. um 11.20 Uhr geboren, wie soll das heißen? Puh, auch Färber. Ich meine, Ottilie Färber. Hören Sie mal, das ist ja eine ganze Färberei. Sie sind also ledig? Ja, gerade mal so am Standesamt vorbeigerutscht. Meine Ottilie hat es zu eilig. Darf ich? Ja, komm rin, Margot. Mutti, Mensch, Mutti. Und jetzt darf ich Ihnen gleich noch ein Fräulein Färber vorstellen. Meine Tochter Margot. Danke. Na komm, setz dich, Kind. Wir sind gleich fertig. Ottilie wird gerade registriert. So. Und nun noch die Frage nach dem leiblichen Vater, falls Sie ihn angeben wollen. Wieso? Das ist doch wichtig. Also Otto Krüger, Berlin 62, Diepoldstraße 4. Nee, du, der wohnt 8. Ach, stimmt ja, ja. Otto wohnt 8. Wissen Sie zufällig seine Geburtsdaten? Ja. 11.3. Sag mal, wann ist denn Otto eigentlich geboren? Weiß ich auch nicht. Na gut, ist ja im Moment auch nicht so interessant. Na ja, das ist doch immerhin seine Tochter. Nein, Fräulein Färber, zunächst ist es nur Ihre Tochter. Bei nicht-ehelichen Geburten ist für uns nur die Mutter zuständig. Es könnte ja sein, dieser Herr Krüger erkennt seine Vaterschaft gar nicht an. Aber doch, wir wollten ja gestern erst heiraten. Ja, aber die Eheschließung hat nicht stattgefunden. Und die Vaterschaft ist jetzt allein Sache der Vormundschaftsstelle beim Jugendamt. Ja, das ist mir neu. So, wenn Sie nun bitte unterschreiben wollen. Sagen Sie mal, und was geschieht denn nun damit? Das geht heute noch zu Ihrem zuständigen Standesamt, zum Gesundheitsamt und zum Jugendamt. Ja, Mama, wir leben in einem ordentlichen Staat. Ja. Danke. Und nun wünsche ich Ihnen recht gute Erholung und alles Gute für das Kind. Auf Wiedersehen. 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 Ich glaube, du bist hier ein komplizierter Fall. Das glaube ich auch. Du, jetzt möchte ich meine kleine Schwester sehen. Kannst du schon aufstehen? Na klar, du. Konnte ich gestern Abend schon. Komm, danke. Scheinen ja sehr merkwürdige Familienverhältnisse zu sein bei diesen Färbers. Die glaubt doch nicht etwa, dass er sie heiratet. Haben Sie überhaupt den Typ von Vater gesehen, der gestern Abend hier kam? Du als Bräutigam. Schick im Nadelstreifen zum Standesamt. Und dann kurz rechts ab in die Frauenklinik. Das ist eben meine Ottilie. Genau wie ich von der schnellen Truppe. Ja, mein Junge, so gesehen bist du ja sogar noch zu haben. Hm? Nee, nee. Das mit Magda, das zieh ich schon klar. Wird eben nachgeholt. So, nur komm mal abrechnen. Hier. Jetzt sind 8 Kilo Kotelett, 5 Kilo Filet, 3 Dutzend Bratwürste und 24 Wiener. Mhm. Guten Tag. Ich hol schnell die Flugtickets, Liebling. Bis später. Ciao. Tschüss. Wer ist denn das? Das war Herr Schulte aus Dortmund. Kommt so alle 14 Tage mal vorbei. Mir fällt mir aber ja nicht, der Herr Schulte. Hast du was mit dem? Hast du was mit dem? Ich bin ja schließlich eine alleinstehende Frau. Und du bist gerade Vater geworden. Na und?
Deswegen kann ich ja jetzt nicht dauernd mit dem Fuß auf der Bremse stehen. Tier hier hinter Glas, du, das ist ja wie im Aquarium. Aber ist sie nicht süß, meine Ottilie? So winzig. Du warst auch nicht viel größer. Du, von Otto hat die ja nichts. Das wird meine Färbersche. Also, entschuldige mal, was soll sie denn jetzt schon von Otto haben? Das ist aber gerade 24 Stunden alt. Heute blau und morgen blau. Nur nicht nervös werden. Was ist denn hier los? Verspäteter Vatertag oder was? Stoßgeschäft, Oma. Den Oskar, den machen Sie fertig. Aber ich habe einen Fahrgast. Tschüss, bis nachher, Oma. So, komm, Grete. Ja, Oskar, danke schön. So, komm her. Na, meine Herren, na, was darf denn sein? Bierchen, ja? Ja, ja, komm, lass mal, mach ich schon. Ja, danke schön. Komm her. So, Grete, ist bloß gut, dass du da bist, Mensch. Das war vielleicht ein verrückter Tag, sag ich dir. Ja, also verrückter wie gestern kann es nicht sein. Erst Standesamt, dann kein Standesamt, dann rennen in die Klinik und dann bin ich zum zweiten Mal Großmutter. Also ich muss ja sagen, das war zu mir schon gewesen. Zwei Bier, ja, bitteschön. So, das macht 2,60 der Herr, bitte. Vielen Dank. Komm, tu das in die Kasse und dann hau ab, ja? Wir gehen inzwischen zum Arzt. Ja. Was zum Arzt? Was ist denn los? Ja, das ist ja schön hier. Was haben Sie denn sonst noch so? Na, schauen Sie sich um, mein Herr. Handpuppe, der süße Hund. Ja. Oder ein Kuscheltierchen. Oh, ist aber groß, das Monster, ne? Na, bunte Ringe. Kann ja noch nicht schwimmen. Wie alt ist denn das Kind? Also, jetzt genau 24 Stunden. Ach du meine Güte, ja dann warten Sie damit mal noch ein bisschen. Sie sind wohl der Opa. Der Opa? Na, Sie machen mal vielleicht Spaß. Ich bin der Vater. Oh, entschuldigen Sie, mein Herr, das tut mir leid. Mir auch. Also, dann komme ich wieder, wenn ich Großvater bin. Vielleicht kaufe ich mal dann Rollschuhe. Wiedersehen. Wiedersehen. Schmeckt gut. Haben Sie noch eine Schokolade und ein bisschen Senf? Na ja, natürlich. So. Hunger, ja? Mein Mittagessen. Oh, ist ein bisschen wenig. Muss reichen. Ach, hier habe ich noch eine geplatzte. Kostet nicht. Kann ich sowieso nicht mehr verkaufen. Danke, sind gute Frau. Ja, Oma. Ach Mensch, Otto, was kommst du denn so spät? Ich habe keine Thüringer und keine Krakauer. Ist doch alles da, hätte alles mitgebracht. Keine Sorge, auch alles gut sortiert. Brauchst du ja nicht nachzuzählen. Hier, komm, schnell unterschreiben, den Lieferschein. Ich hab's nämlich eilig. Ich muss dann nach Moabit, nach Tegel raus, mich holt nach Hause. Mich umziehen, denn so mag deine Klinik. Ach. Ja, na dann hopp hopp, ja. Du, Oma, guck mir doch mal an. Was ist denn? Sehe ich vielleicht schon aus wie ein Großvater? Ja, das gesagt. Egal. Kick mal genau hin. Ja? Bin ich schon Opa? Ich finde dich sehr knackig. Ja. Du bist ein richtiger flotter Hirsch, bist du. Und dann ist er gut, danke dir. Du Otto, hör mal, ja? Der Oskar, der ist beim Arzt. Und jetzt habe ich Angst, dass der ausfällt. Ja. Und dann bin ich doch mit Major alleine. Sag mal, kannst du da nicht vielleicht mal so eine Spätschicht einspringen? Was, ich? Ja. Nee, das wird nicht gehen, Mensch. Den ganzen Tag hier auf dem Bock und dann abends hier in die Bude. Nee. Mensch, das ist doch nur zur Aushilfe, solange Marc da nicht kann. Das geht doch nicht, Mensch. Heute schon ja nicht. Sieh mal, ich kann nur diese Riesentour und dann muss ich zum Marc deine Klinik. Vorher muss ich auch ein paar Blumen kaufen oder so. Und dann mein Haushalt, nicht? Da habe ich auch noch was zu tun, ne? Ich sehe meine Verpflichtungen. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Also komm, geh, zieh ab. Du sei nicht gleich wieder beleidigt, Mensch. Ich bin ein schwer arbeitender Mensch. Was habe ich denn, Herr Doktor? Ihr Herz, Herr Hübner. Eine nicht unerhebliche Corona-Insuffizienz. Ja. Sie müssen entsprechend danach leben. Ja, aber wie denn? Das heißt, viel Ruhe, keine Hektik, viel frische Luft, spazieren gehen. Natürlich bekommen Sie Medikamente. Sie sind doch Rentner. Ja, ja. Also Sie können sich doch pflegen. Ja. Haben Sie ein Hobby? Naja, nicht direkt ein Hobby. Ich helfe manchmal bei Freunden in der Würstchenbude aus. Dankeschön. Und da geht es manchmal ganz schön rund. Sofort damit aufhören, Herr Hübner. Ja, muss denn das sein? Das muss ich Ihnen strengstens untersagen.
Oder wollen Sie eines Tages in dem Laden tot umfallen? Aber jetzt machen Sie mir richtig Angst, Doktor. Leben Sie allein? Ja. Das heißt, naja, ich hatte mal eine Braut, aber das ging schief. Na, wie wär's denn mit dem Altersheim? Nein, bloß das nicht, nicht der lieber Doktor. Nein, ich brauche meine eigenen vier Wände. Und so in so einem Haufen mit Olle Zauses, nee. Herr Hübner, mal kommt die Zeit, da werden Sie froh sein, wenn sich jemand um Sie kümmert. Naja, aber nicht im Altersheim. Lieber gleich tot umfallen, bitte. Ja, gnädige Frau? Tja, ich weiß nicht. Vielleicht nehme ich doch lieber Nelken zu den Iris. Was meinen Sie denn? Wie wär's mit Schleierkraut? Ja, Schleierkraut ist gut. Ach ja, das sieht gut aus. Hm? Ja. Ist hier keine Bedienung? Und was kostet das? Das macht bitte 12,50 Mark. Mhm. Ich hätte da gerne... Einen Moment, bitte schön. Bitte sehr. Dankeschön. Schönen Dank. Danke. Moment bitte, ja? Auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Bitte sehr. Was darf es sein? Einen Vaterstrauß, bitte. Bin jetzt am Vater geworden. Und nun brauche ich was Hübsches, Buntes für Mutter in der Klinik. Kann teuer aussehen, muss aber nicht teuer sein. Wir haben hier sehr schöne Rosen. Die sind zurzeit auch sehr preiswert. Na ja, dann nehme ich sie doch, nicht? Hier, bitte und ein sehr? Bisschen Schleierkraut auch zwischen, ja? Sehr gerne. Ja. Gehört Ihnen der Wurstwagen da draußen? Ja, wollen Sie einen Kofen? Kaum. Aber parken Sie immer so rücksichtsvoll, dass Sie Ihre Hinterleute dabei einklemmen? Was heißt denn einklemmen? Ich komme ja aus der Lücke gar nicht mehr raus. Ach, die Frau fahren noch nicht lange. Die Dauer meiner Fahrpraxis ist ganz uninteressant. Ich habe es eilig. Also bewegen Sie Ihren Wagen bitte, ja? Ich hab's auch eilig. Und wenn Sie nicht so lange da mit Ihrem Schleierkraut sich ausgemehrt hätten, wäre ich längst draußen und weg. Nur reden Sie doch nicht so lange. Fahren Sie Ihren Wagen weg. Da sieht man mal wieder. Frauen im Verkehr. Da halte ich einen halben Meter, 50 Zentimeter Abstand. Und sie kann nicht mit ihrem kleinen Roller rausbiegen, wo da nur 40 Zentimeter Abstand Vorschrift sind. Darf ich Sie belehren? Es gibt in der Straßenverkehrsordnung gar keine Vorschrift, die einen Abstand nach Zentimetern vorsieht. Oh. Jeder Autofahrer parkt seinen Wagen nach seinem Intelligenzgrad. Nach seinem was? Nach seinem Intelligenzgrad. Das heißt, er achtet darauf, dass er seine Mitparker nicht am Weiterfahren hindert. Tut er das, ist das ein Fall von Nötigung, der eine Anzeige nach sich ziehen kann. Donnerwetter. In Theorie sind Sie ja gut. Und sollten Sie noch mehr Verkehrsprobleme haben, ich bin Verkehrsrichterin. Ist nicht wahr. Im Amtsgericht Tiergarten. Ach, sehr nah. Ja, natürlich, wenn der Fall so liegt. Vielleicht sieht man sich irgendwo mal wieder. Ne? Also, ich mache ihm Platz, Frau Richter. Hallo, Herr Krüger. Mit Ihnen bin ich aber böse. Ich habe bis um 10 gewartet. Ach, hat mir auch leid getan, Fräulein Heber, aber... Ich wollte es mit Ihren Blumen wieder gut machen, was? Hä? Ja. Wunderschön, danke. Steht nicht gleich ins Wasser. Was war denn nun gestern? Gestern? Ja, gestern bin ich nämlich gerade Vater geworden. Wie? Ich wusste gar nicht, dass Sie verheiratet sind. Da bin ich auch nicht. Passiert eben mal, ne? Ja, aber dann sind die doch sicher für die Mutter. Nee, die sind für Sie. Jetzt. Ja, da kann man ja gratulieren. Ja, ganz so. Das Mädchen Ottilie. 6 Pfund 400 Gramm. Wie die aussieht, wird die bestimmt mal Manne kennen wie Sie. Und ihre Duschkabine kriegen Sie hoch mit Duftzerstäuber, allem Pipapo. Ja, wollen Sie hoffen. Bis dann. Mäuschen. Otto. Darf die Damen. Oh, oh, wie lieb von dir. Danke. Na? Wie fühlst du dich? Ach, prima. Ja. Noch ein bisschen schwach auf der Beine, aber es geht schon. Du, Margot war heute Morgen auch schon da. Ja, und Ottilie? Die schläft. Du, die muss noch 3 Tage hinter Glas bleiben. Hm. Na und du, wie kommst du denn zurecht? Och. Was? Hm? Sag mal, wie sieht's denn am Imbisswagen aus? Mach dir keine Sorgen, Magda Mäuschen. Ich war mittags da, hab geliefert. Alles läuft bestens. Oskar hat so ja vormittags Rekordkasse gemacht. Ja, abends guck noch mal vorbei, wenn Margot da ist. Na ja, bald mache ich ja auch wieder mit. Ja. Dann kann sich ja auch mal ein bisschen um Ottilie kümmern, nicht? Ja, sag mal ein bisschen, unsere Kleine ist ja nur schon einen Tag alt. Jetzt muss ich sie doch beim Standesamt anmelden. Ja, wisst ihr, das musste ja nicht. Das ist alles schon passiert. Automatisch. Wieso? Muss ich denn als Vater nicht unterschreiben oder so? Nee, nee. Also,
Amtlich bist du noch ja nicht der Vater. Bitte? Ja, sagt die Sozialarbeiterin. Erst wenn du eine Vaterschaftsanerkennung beim Jugendamt abgegeben hast. Na, hör mal, was soll denn das heißen? Wenn ich sage, ich bin der Vater, Mensch, genüchtet nicht? Nee, du existierst ja noch ja nicht. Was? Na, in den Akten. Also, bei so einer nicht-ehelichen Geburt, ja, da ist der Vater völlig uninteressant. Also, das sagt die Sozialarbeiterin. Das soll die mir mal selber sagen. Wo sitzen die? Zweiter Stock, Zimmer 220. Danke, meine Dame. Warte, Mäuschen. Ich komme gleich wieder. Ja, ist ja in Ordnung, Herr Kröger. Aber nach dem bürgerlichen Gesetzbuch haben Sie vorläufig keine Rechte an dem Kind. Ja, bin ich denn schuld, dass das Kind zu früh auf die Welt kam? Wir waren ja schon auf dem Wege zum Standesamt. Ich gebe zu, eine etwas unglückliche Situation. Zwei oder drei Stunden später hätte es keine Komplikationen gegeben, aber so? Bei einer nicht-ehelichen Geburt kümmert sich das Standesamt um den angeblichen Vater überhaupt nicht. Angeblicher Vater? Das ist ein dolles Ding. Das ist Sache des Vormundschaftswesens beim zuständigen Jugendamt der Mutter. Von dort bekommen Sie dann eine Vorladung zur Anerkennung der Vaterschaft. Im Streitfall entscheidet das Gericht und bestimmt einen Pfleger. Was denn? Mein Kind kriegt einen Pfleger? Ich muss Sie wieder belehren, Herr Kröger. Nach dem Gesetz ist es noch gar nicht Ihr Kind. Also langsam weg, verrückt. Seid ihr denn alle behämmert? Habe ich denn überhaupt keine Rechte an mein Kind? Nein, Herr Kröger. Vorläufig nur Pflichten. Ich bin geschafft, ja. Ach, Mensch, Otto, das ist doch nicht so wichtig. In 4 Wochen, da holt er die Hochzeit nach und ist alles wieder in Butter, ne? Die Kleine ist dein Kind und bleibt euer Kind. Ach Mensch, nun kipp doch nicht das Bier so in dich drin. Vormund oder ein Pfleger, wenn sie für Ottilie bestellen. Soll das Kind vielleicht Onkel zu mir sagen? Vorläufig sagt das nicht mal Mama. Du, Oma, wie war denn das eigentlich bei dir damals so, mit Magda? Ach du Mensch, das ist so lange her, das weiß ich ja nicht mehr. Ja, war kurz nach dem Krieg, Berlin in Trümmer. No, und die Behörden, die haben auch nicht so gearbeitet, ne? Na, aber warte mal. Angemeldet habe ich jetzt selber. Ah ja, natürlich auch später. Na ja, und ihr Vater? Ach, Mensch, du weißt doch, dass im Krieg verschollen. Ich habe nie wieder was gehört. Vielleicht ist er tot, vielleicht will ich nicht. Na, und wie wird das denn nun mit euch beiden? Was stellst du dir da so vor? Was? Naja, mit Magda und dem Kind. Na ja, so wie bisher, ganz normal bürgerlich, nicht? Wie du schon sagtest, Heirat wird nachgeholt, Aufgebot hängt ja noch. Magda zieht mit Ottilie zu mir in eine Wohnung. Was, in deine Wohnung? Na Mensch, der weite Weg zur Bude. Ja, das hört er jetzt auf. Arbeiten soll Magda nicht mehr. Das hat meine Frau nicht nötig. Du. Also, du bist doch wohl bescheuert. Magda ist Geschäftsfrau, ne? Und meine Partnerin. Und mit Maja und Alena, du, da kann ich die Bude gleich zumachen. Na, da wird sie auch schon noch eine Lösung finden, nicht? Schließlich habe ich jetzt Familie, möchte endlich mal ein gemütliches Eheleben führen. Und du bloß, dass die Magda so den ganzen Tag da auf dich wartet, Süppchen kocht und wartet und wartet. Da bist du schief gewickelt, sag ich dir. Mensch, Oma, misch dich doch da nicht ein, das ist doch unsere Sache. Mensch, Otto, ich kenn dich doch. Ich weiß doch genau, was du unter Eheleben verstehst, ne? Einmal in der Woche Skat, ne? Und ein bisschen Kegelverein. Und dann ab und zu bleibst du mal bei deiner Weiber hängen. Ja. Du, da tust du mir aber sehr unrecht. Seit Ottilie da ist, bin ich doch ein ganz anderer Mensch. Hast du schon mal mit Magda darüber gesprochen? Nee, das ist doch selbstverständlich. Eine Frau gehört und steht zu ihrem Mann. Nicht da mal nicht erst. Noch ist sie ja nicht deine Frau, ne? Tja. Aber nur ein ganz leichtes Schlafmittel. Oh ja, geben Sie mal Schwester mir jetzt so viel durch den Kopf rum. Was meinen Sie denn? Weil ich entlassen werde. Nun, bei Ihrer Konstitution lief doch alles normal ab. In einer Woche vielleicht. Ob ich dann gleich wieder arbeiten kann? Was tun Sie denn? Wir haben einen Imbisswagen in 3 Schichten. Also meine Mutter, meine Tochter und ich. Tja, der gesetzliche Mutterschutz nach der Geburt beträgt 8 Wochen Pause.
Aber Sie sind wohl keine Angestellte. Nee, nee, ich bin selbstständig. Ja, da kann ich ja wohl arbeiten, wann ich will, oder? Sicher, das ist dann Ihre Sache. Aber ich dachte, Sie wollten heiraten. Was hat denn das mit dem Beruf zu tun? Stimmt, ich bin auch verheiratet und habe ein Kind. Na sehen Sie, das geht doch alles. Außerdem bin ich auch ja nicht so für so ein inniges Zusammenklucken, für so ein enges Familienleben. Und Ihr zukünftiger? Ach, der auch nicht. Wissen Sie, wenn das Kind nicht da wäre, dann hätten wir ja nicht an Heirat gedacht. Ja, wie man es macht. Oft macht man es falsch. Hauptsache ist ja, mit der Liebe stimmt's und man versteht sich. So, nun schlafen Sie mal schön. Danke. Das waren zwei Bier, ne? Ja. Macht 2,60. Danke. Sag mal, wann machst du heute Feierabend? Punkt 7, jette Klappe zu. Was machst du dann? Nehme ich die letzte Maschine und fliehe nach Paris. Ich hab ne Idee. Wir machen eine Grillparty an der Havel. Willst du hier mitkommen? Schon wieder was gegrilltes. Nee, Freunde, danke. Ich gehe in der Haier. Jetzt wollen wir da hoch. Dachte ich mir. Ist aber nicht. Danke, Lene. Otto! Mensch, prima. Kommst du mich ablösen? Nee, geht heute leider nicht. Wir wollten noch mal vorbeikommen. Frau Oma. Hast aber eine ganz schöne Bierfahne. Was von die 4 Flaschen Bier? Und wie? Sind die paar Mal Kaffee und Pfefferminz. Mach ich. Ja, dann tschüss, bis zum anderen Mal, wa? Tschüss. Tschüss. Oh. Hier, pass auf, es heiß. Ja, dein Pfefferminz. Wisst ihr, eine sehr große Stütze haben wir in dir aber auch nicht. Seit 4 stehe ich in der Bude und morgen fällt auch noch Oskar aus. Wieso? Ach, kam vom Arzt sein Herz. Jetzt stehe ich mit Oma hier ganz alleine, hab überhaupt nichts mehr vom Leben. Kein Bowling, kein Disco, vom Kino ganz zu schweigen. Ich lerne überhaupt keinen Menschen mehr kennen. Müsste bloß immer noch Zwiebeln und Curry um die Nase. Ach, nun lass mal, Kleine. Morgen oder übermorgen nimmst du dir frei und dann schmeiß ich abends in den Laden. Ja, warum nicht heute? Heute habe ich Kursus. Kursus? Sag mal, was hast denn du für einen Kursus? Willst du stehen und lernen? Red nicht so ein dummes Zeug, der Mensch muss sich fortbilden. Ja. Deinen Kursus kenn ich. Denkst du, Fräulein, den kennst du eben noch nicht. So, jetzt nehmen Sie mal die Ärmchen und kreuzen die über der Brust. Und 1 und 2, ja, da freut sich das Baby. Und 1, ja, und 2. Tag dir, Herr. Na, Herr Krüger, heute aber spät dran. Ah ja, war ein schwerer Tag. Gestern Vater geworden. Gratuliere! Junge oder Mädchen? Ein Mädchen, Ottilie. Na, dann zeigen Sie mal gleich, was Sie inzwischen gelernt haben. Hier ist Ihr Baby. Das ist aber nicht mein Baby. Denn neulich hatte ich einen anderen. Aber das ist doch egal. Nee, das kickt mir so doof an. Weil Sie es falsch halten, Herr Krüger. So hält man ein Baby. Immer schön das Köpfchen festhalten, damit es nicht nach hinten abknickt. So, und nun fangen Sie mit dem Wickeln an. Hier sind die Windeln. Sehr schön. Wieder auswindeln? Ja, wieder auswickeln. Und Sie machen weiter. Und 1 und 2. Sehr schön. Und nun gehen wir zum Baden. Wer? Wir beide zusammen? Das würde Ihnen wohl Spaß machen, was? Doch, aber sehr. Nicht drin, Herr Krüger. Dafür bekommen Sie nachher noch einen Vortrag über die neuzeitliche Ernährung eines Babys im ersten Lebensjahr. Und danach hier mal essen, ja? Da erkläre ich Ihnen dann die neuzeitliche Ernährung zweier Menschen nach dem ersten Lebensjahr. Einverstanden? Wenn Sie mich einladen. Ja, aber klar. Ich bin Vater geworden, muss da gefeiert werden. Und du kommst mit, Ottilie, ja? Ja.